Boah, das kann doch nicht wahr sein. Rechner ist tot. Ja, was machen wir jetzt? Kannst du nicht, müssen wir halt abbrechen. Sag mal, die Scheißkamera raus, das nervt. Ja, das Video brauchst du nicht rausbringen, wenn der PC nicht funktioniert. Ich mache an dem PC nichts mehr, kannst du sicher sein. Ja, Abbruch, fertig. Ich kann Bock mehr. Jo Leute, ihr habt gerade hoffentlich unseren wassergekühlten Mini-ITX-PC zu Gesicht bekommen, denn der ist aktuell noch nicht fertig. Diese ganze Hardware, die gerade vor mir auf dem Tisch aufgebaut ist, muss in dieses Gehäuse, die Cooler Master Masterbox NR200P. Da kommt jetzt rein unter anderem ein RTX 3070 von Zotac, ein AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB Arbeitsspeicher und eben die komplette Custom Masterkühlung hier von AlphaCool. An dieser Stelle eben vielen Dank an Cooler Master, AlphaCool und eben auch Zotac, die Komponenten zur Verfügung gestellt haben. Denn, wie immer, könnt ihr diesen PC gewinnen. Dazu kommen wir dann aber erst am Ende des Videos. Wir wollen jetzt nämlich mal schauen, wie eigentlich so der PC-Bau eines wassergekühlten PCs in einem Mini-RTX-Gehäuse abläuft, was da vielleicht für Probleme auftreten. Und ich habe auch schon noch was vorbereitet, nämlich hier einen extra 3D-gedruckten Standfuß. Der kommt dann eben unter das Gehäuse drunter und hat zur Folge, dass wir ein bisschen größeren Radiator im Gehäuse einbauen können, als normal der Fall ist und dementsprechend etwas mehr Kühlleistung erhalten werden. Genug der Laberei, wir legen jetzt los, let's build! Los geht's ja erstmal mit den Vorbereitungen des Gehäuses. Heißt erstmal, ich mache die originalen Standfüße unten weg und montiere dann quasi jetzt mal unseren 3D-gedruckten Standfuß. Und dann geht es weiter mit den Mainboard-Vorbereitungen. Jetzt ist halt von der Planung her relativ schwierig, wenn man halt natürlich jetzt nicht so viel Platz hat. Ich habe mich jetzt eben auch für Softtubes entschieden und nicht für Hardtubes, weil es, glaube ich, zum Biegen in diesem Gehäuse relativ schwierig geworden wäre. Wir planen ja aktuell noch ein zweites Video zum Thema Undervolting. Dann wollen wir eben mal schauen, wie weit wir die CPU und eben die GPU undervolten können. Guter Punkt. Von daher auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Ja, das Gehäuse war ja übrigens auch, haben wir zur Wahl gestellt, welche Farbe wir nehmen sollen. Auf jeden Fall, ihr habt euch für Orange entschieden. Also das Gehäuse ist sehr vielseitig. Ihr könnt hier eine theoretische Luftkühlung reinbauen, eben eine Custom-Wasserkühlung, eine All-in-One-Wasserkühlung. Ihr könnt die Grafikkarte horizontal, vertikal montieren. Also so für ein Mini-ITX-Case hat das wirklich extrem viele Anpassungsmöglichkeiten, muss man sagen. Da hat jemand mit Fertigungstoleranzen nicht ganz so genau genommen. Das mit den Bohrungen, das passt nicht so 100%. Die Schrauben vorne sind jetzt zwar jetzt nicht 100%ig gerade drin, aber es hält auf jeden Fall. Jetzt kommen wir eben hier unten an die Lüfter hin. Dementsprechend haben wir quasi jetzt eben hier im Innenraum etwas mehr Platz. Da kann ein etwas dickerer Radiator seinen Platz finden. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich zur ersten Herausforderung. Nicht aufgrund dessen, dass die Lüfter hier unten sitzen, muss ich irgendwie die Kabel ins Gehäuse reinbringen. Wie machen wir das? Wer kam eigentlich wieder auf diese dumme Idee mit den Lüftern drunten? Das kann ja nur ich gewesen sein. Die Stecker passen hier nicht durch. Müssen wir den Dreh abbrechen? Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt ohne weiteres. Streng dich an. Ein Traum. Hast du es kaputt gemacht? Oh, das wird immer noch verdammt eng. Also ich dachte mir, dass wir auf Probleme stoßen werden, aber tatsächlich nicht so früh schon. Wir haben noch keine einzige Komponente ausgepackt. Doch, ein Radiator und zwei Lüfter. Basti schraubt, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt kommt der große Moment, ich hoffe, es passt jetzt. Ansonsten wird der Bild noch schwieriger als eh schon gedacht. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Perfekt. Wie ihr gerade gesehen habt, war die Montage des Monoblocks jetzt nicht allzu einfach. Liegt einfach daran, es ist ein Mini-ITX-Board und zum Beispiel jetzt der M.2-Slot ist so gelöst, dass hier eine zusätzliche kleine Platine aufgesetzt ist. Die muss man erstmal abnehmen. Dann war hier hinten eben der Kühlblock aus zwei Teilen mit zusätzlichen Lüftern. Der musste erst komplett demontiert werden. Und das Ganze war natürlich mit relativ vielen kleinen Schrauben verschraubt. Dementsprechend hat es relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt kommen wir dann zur Montage der SSD. Die kommt übrigens von Predator, ist die GM7000, ist eine PCI Express 4.0 SSD, hat auch richtig hohe Leseraten von 7400 MB pro Sekunde und recht hohe Schreibraten von 6700 MB pro Sekunde. Ist ein 2 TB Modell, sollte also auf jeden Fall genug Speicherplatz bieten. Mainboard ist jetzt nahezu fertig vorbereitet. Was noch fehlt, ist der Arbeitsspeicher. Der stammt wie auch die SSD ebenfalls von Predator.
sind hier jeweils zwei 16 GB Riegel mit den hohen Taktraten von 3600 MHz und sehr straffen Latenzen von 14, 15, 15 und 35, also auf jeden Fall ordentlicher Speicher. Ist auch RGB beleuchtet, habe ich tatsächlich selbst noch nie verbaut. Ich bin schon mal gespannt, wie der dann im fertigen Betrieb aussehen wird. Damit die Komponenten gleich alle fertig vorbereitet sind mit Wasserkühlung, baue ich jetzt auch noch die Grafikkarte um. Ist eben von Zotac die RTX 3070 Gaming Twin Edge OC, also auch schon ab Werk leicht übertaktet. RTX 3070 eignet sich jetzt aus einem Grund, vor allem für dieses System, ist die Leistungsaufnahme ist jetzt bei der Karte standardmäßig bei 220 Watt. Also ich habe in dem System halt nicht unendlich viel Möglichkeiten, um Radiatorfläche einzubauen. Dementsprechend habe ich halt gesagt, so ich nehme eine Grafikkarte, die möglichst viel Leistung für eine relativ niedrige Leistungsaufnahme bietet. Und das ist meine Wahl jetzt eben auf die RTX 3070 gefallen. Hier ist das Ding. Das muss ich jetzt eben auch auseinandernehmen und dann kommt der Wasserkühlblock drauf. Ich habe jetzt die Wasserkühlungskomponenten soweit vorbereitet, eben das Mainboard und die Grafikkarte. Da sieht man jetzt eben auch schon noch einen Grund, warum ich genau die Karte gewählt habe. Sie ist relativ kurz, weil der Punkt ist halt, wir müssen in das Gehäuse noch irgendwo einen Ausgleichsbehälter reinbringen. Das ist halt im vorderen Bereich des Gehäuses, das heißt, die Grafikkarte darf nicht unendlich lang sein, ansonsten würde das Ganze kollidieren. So, dann kommen wir doch mal zum Gehäuse. Das ist ein SFX-Netzteil, braucht es bei diesem Gehäuse auch, weil da passt kein standardmäßiges ATX rein, also etwas kleiner eben als ein herkömmliches Netzteil. Hat aber trotzdem satte Leistung, nämlich ganze 850 Watt und auch eine Goldzertifizierung, dementsprechend eine ziemlich hohe Effizienz. Ui, ist es eng da drin. Man sieht auf jeden Fall jetzt schon, dass der Platz relativ schnell eng werden könnte. Vor allem, weil es hier kommt noch die Grafikkarte rein. Also ich glaube, auch hier wird es richtig, richtig eng. Hier vorne kommt eben noch ein Ausgleichsbehälter drüber mit Pumpe. Nein! Die Backplate ist zu dick. Fuck, dass die Backplate hier auf dem Kühler aufliegt und ich unten noch nicht weiter runterkomme. Oh je, wird Basti dieses Problem lösen können? Müssen wir den Bild abbrechen? Wird es wohl doch keine Verlosung geben? Das alles erfahrt ihr nach der Werbung. So Leute, Status-Update. Für euch ist es immer noch das gleiche Video, für uns ist es ein kompletter neuer Tag. Sieht man vielleicht auch am anderen T-Shirt. Wir hatten ja kleinere und auch etwas größere Probleme, die Grafikkarte ins Gehäuse reinzubringen. Ich hatte ursprünglich eigentlich vermutet, dass es am Radiator liegt, dass ich mich ein bisschen verrechnet habe, dass er zu dick ist. Tatsächlich war das nicht der Grund. Ich habe den Radiator nämlich ausgebaut und es ging immer noch nicht rein. Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Wie schon angesprochen, das Mainboard hat hier extra einen höheren Aufbau, eben für die M.2 SSD und auch hinten für die Audioausgänge. Und der kollidiert unglücklicherweise mit der relativ dicken Backplate von dieser AlphaCool Wasserkühlung. Jetzt habe ich mir zuerst überlegt, vielleicht kann man irgendwie die Original-Backplate von der Zotac Grafikkarte weiterverwenden. Da war aber der Punkt, dass die Luftkühlung bedeutend größer ist. Hätte dann zur Folge gehabt, dass es hinten rausgestanden wird, wäre nicht so schlimm gewesen. Aber hier wären meine In- und Outlets von der Wasserkühlung verdeckt gewesen. Das heißt, ich hätte nicht anschließen können. Hätte die Backplate vielleicht irgendwie klein flexen können, ja, aber es hätte vermutlich nicht allzu schön ausgeschaut. Dann ist mir aufgefallen, dass man zum Glück diese Abstandshalter hier, die sind normalerweise eben zwischen der Backplate und der Platine drin, rausschrauben kann. Die sind eben auch bedeutend dicker als jetzt bei der Original-Backplate von Zotac. Und auch die Wärmeleitpads, die AlphaCool mitliefert, sind etwas dicker als die Wärmeleitpads, die eben Zotac verbaute, was eben zur Folge hatte, dass man hier so einen halben, vielleicht sogar bis 1 mm einsparen konnte. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt hat das Ganze hier reingepasst. Ist zwar immer noch ums Arsch lecken, aber, Entschuldigung für die Wortwahl, aber es hat reingepasst und ich bin jetzt relativ happy damit. Weil das ist auch ein Problem, da hätte ich jetzt niemals damit gerechnet, dass das nicht funktionieren könnte. Also hatte ich jetzt auch noch nie, aber man lernt beim PC-Bauen nie aus. Genau, ich muss jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich mich erstmal hier um die ganzen Kabel hier kümmere, weil sobald nämlich die Tubes hier drüber laufen, komme ich hier nicht mehr hin. Genau, dann wird eben hier vorne Ausgleichsbehälter mit Pumpe montiert, kommt dann hier quasi so liegend rein und ja, dann wird auch schon die Vertubung vorgenommen und ich hoffe mal, dass es da nicht nur weitere Probleme geben wird.
Kleines Zwischenupdate, Ausgleichbehälter mit Pumpe ist jetzt soweit montiert. Ich habe jetzt so die letzten 2 Stunden verbracht, mir zu überlegen, wie ich eigentlich die Tubes verlegen will. Also, wir kommen jetzt von dem Ausgleichbehälter hier raus zum Monoblock, soweit so einfach. Dann kommen wir hier aus dem Monoblock raus und müssen hier in den hinteren kleinen Radiator. Das sollte auch noch relativ problemlos machbar sein. Schwierig wird es dann gerade hier in dem unteren Bereich. Ich hoffe, man sieht das irgendwo. Wir kommen jetzt von dem hinteren kleinen Radiator raus und müssen in den Grafikkartenwasserblock rein. Und hier ist extrem wenig Platz. Also wir werden hier wahrscheinlich einen Tube von ungefähr 2 cm haben, wenn überhaupt. Dann kommen wir aus der Grafikkarte raus, gehen hier in diesen kleinen Durchflusssensor rein. Davor kommt auch noch ein Temperatursensor, da können wir die Wassertemperatur überwachen. Da kommen wir dann eben unten in den Radiator und ich hoffe, man sieht das irgendwie auf der Kamera, kommen dann eben vorne beim Radiator raus und müssen hier unten bei der Pumpe wieder rein. Und auch hier wird es dann relativ eng. Das hat dann auch zur Folge, dass ich jetzt beschlossen habe, tatsächlich jetzt schon die Stromkabel anzustecken. Normalerweise sollte man ja eine Wasserkühlung befüllen, solange kein Strom auf den Komponenten drauf ist. Heißt, wenn jetzt irgendwas undicht sein sollte, kann Wasser auf die Komponenten draufkommen, aber da kein Strom drauf ist, passiert erstmal nichts. Wenn es hier natürlich Strom drauf ist und Wasser drauf, kann es einen Kurzschluss geben. Wir haben aber glücklicherweise von AlphaCool hier so einen Leak-Tester bekommen. Letztendlich pumpt man damit einfach den Kreislauf auf, schaut, ob die Barzahl konstant bleibt und falls ja, ist der Wasserkreislauf dicht. Dementsprechend kann man in dem Fall dann auch schon die Komponenten direkt anschließen. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass soweit alles funktioniert, wie ich es jetzt geplant habe. Es waren ja auch nur ungefähr 2 bis 3 Stunden Planung. Ich muss sagen, die schwarzen Softtubes sehen hier drin echt geil aus, aber es muss natürlich noch der Kreislauf dicht sein. Deswegen haben wir eben hier von AlphaCool den Leak-Tester bekommen. Den werden wir jetzt eben hier oben anschrauben, dann auf 0,5 Bar aufpumpen und wenn dann innerhalb von 15 Minuten weniger als 0,1 Bar verloren gegangen sind, dann sollte das Ganze dicht sein, was ich jetzt mal hoffen will. Oh, das geht jetzt schon leer, das ist schlecht. Nein! Also ich zeig mal schnell, wir haben mittlerweile 19 Uhr und ja, der Basti, der ist so ein bisschen gestresst. Ihr habt es ja vorher gerade gesehen, ich habe den Leak-Tester angeschlossen, habe ihn aufgepumpt und es war leider nicht dicht. Deswegen habe ich jetzt halt wirklich jede einzelne Komponente nochmal, rauchen Sie, enttubed. Enttubed, ein wunderschönes Wort. Auf jeden Fall, ich habe alle Tubes nochmal entfernt, habe die Komponenten einzeln verbunden und jedes Mal, wenn ich eine neue Tube quasi angeschlossen habe, habe ich jedes Mal extra einen Leak-Test gemacht. So lange, bis ich halt dann irgendwann zu der Stelle gekommen bin, wo es eben nicht mehr dicht war. Und letztendlich war es eigentlich eine Komponente, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, und zwar dieses schöne Stück hier, nämlich der Temperatursensor. Eigentlich habe ich ja vorher angekündigt, wir bauen einen Temperatursensor ein, weil das Mainboard hat nämlich sogar extra einen 2-Pin, wo man den anstecken kann. Dann könnte man die Wasserkühlung nach der Wassertemperatur steuern. Geht es leider nicht mehr. Jetzt ist es endlich dicht, also man sieht es hier, ist jetzt Zeit, boah, bestimmt 20 Minuten schon auf 0,5 Bar. Es bleibt es auch durchgehend. Das heißt, wir sind jetzt endlich so weit, dass wir es befüllen können. Dann fehlt nur noch das Kabelmanagement. Yay! Dann fehlt hier noch SATA, denn in die Front kommt hier von Cooler Master ein Lüfter und RGB-Controller. Der kommt dann hier hin. Ist glücklicherweise magnetisch und dann können wir dann eben die ganzen Lüfter damit ansteuern. Und ich muss dann noch irgendwie schauen, wie ich die Kabel da unten über dem Radiator unterbringe. Ich hoffe mal, es wird irgendwie funktionieren, aber ich habe ja Zeit, gell? Es ist ja erst 7. Okay. So, Basti ist befüllt und jetzt befüllen wir den rein. So. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wenn wir die Pumpe ziehen aufkommen, ist das auch nicht schlecht. Aber sie sieht geil aus. Es ist mir scheißegal, wie das geil aussieht. Basti ist schon leicht gereizt. Ich sag mal so, ne? 20.08 Uhr. Oh oh, Basti sagt fuck, was ist jetzt los? Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und ich dachte, wir wären gleich fertig. Rechner ist tot. Christian, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Nee, jetzt gerade echt nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist, verdammt. Was zur Hölle war das gerade? Ich meine, der ging beim ersten Mal problemlos an. Und es ist hier nirgends Wasser rausgekommen. Also, das Mainboard leuchtet noch, ja. Aber wenn ich einen Schaltknopf drücke, passiert gar nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Mann!
zur Hölle war? Das gibt's doch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Kannst du nur, müssen wir halt abbrechen. So, und die Scheißkamera raus, das nervt. Ja, das Video brauchst du nicht rausbringen, wenn der PC nicht funktioniert. Ich mache an dem PC nichts mehr, kannst du sicher sein. Jetzt reicht's dann echt. Kein Bock mehr. Ja, Abbruch, fertig. Basti ist voll Bock mehr. Basti ist vollkommen frustriert. Jo Leute, es tut mir jetzt echt leid. Wir müssen jetzt leider an dieser Stelle abbrechen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem PC los ist. Ich habe es vorher selber gesehen. Im ersten Mal ging er noch an. Als ich dann den Ausgleichbehälter nachgefüllt habe, war er auf einmal tot. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich muss jetzt dann halt den PC wieder auseinandernehmen, schauen, wo das Problem liegt. Dementsprechend können wir natürlich in dem Zustand jetzt leider nicht verlosen. Das kommt dann hoffentlich, sobald der PC funktioniert, in einem weiteren Video. Dementsprechend auf jeden Fall einschalten. Ich hoffe, wir kriegen das zeitnah hin. Dann sieht er hoffentlich bald den PC in seiner ganzen Pracht. Ja, ich hoffe mal, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ciao und bis dann.